So, und damit hallo liebe Leute, jetzt kommt zu einem neuen Video von Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr dabei seid und Bock drauf habt. Und jetzt schlägt einfach wieder. Warum schlägst du? Was machst du da? Ja, wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind ja wieder in Krachnatop oder wie der Bums hier heißt. Da wir im letzten Video ja die Mission und die Aufgaben der drei Ängsten von Soma gemacht haben, um herauszufinden, wer jetzt der Verräter war. So, muss man mein Headset richten. Ja, bis jetzt verdächtigen Gibbet. Aber ich wüsste jetzt nicht wer. Dafür aber hier wollte auch noch irgendjemand quatschen. Ist er weg? Er ist weg. Zwei Jagdpfeile. Wenn wir noch jemanden hier lauern wollte. Was ist das? Das ist ein Händler. Ein Glücksspiel. Ja, sieht es aber schon wieder richtig anders. Also, wann haben wir so ein riesen Tor? Ach, ich bin Ratterberg. Ah! Ich wollte schon sagen, irgendwie sah da gerade komisch aus. Gut, können wir da mal am Ting gehen? Wir will auch labern. Oh, die Perle. Recht. Du, Däne, komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose, der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Grantabrückschir. Ein Spottstreiter, mehr nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Jo. Dann zeig mir diesen Gesichtslosen. Was? Oh Gott. Du bist überaus mutig oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergals Höhle, die du hier vor dir siehst. Das Haus hier? Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh, geh nur. Möge Gott mit dir sein. Okay, gut. Hieß aber nichts. Ich habe mich jetzt eingeschlossen. Hier hängen ein paar Knochen, hier hängen zwei Leichen. Was soll das? Spitzen. Neues Opfer! Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen, herauszufordern? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan! Meine nächste Mahlzeit! Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal, gesichtslos, und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht! Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling! Wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hast du schon angefangen? Ja klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Nur dein Taktgefühl fehlt. Lass den Mund lieber zu. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenne ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Der Sieg gibt mir einen Schub. Und du bist dumm. Du hast keinen Mumm. Deshalb bleibst du jetzt stumm. Kavum. Denkst du wirklich, dein Labern bringt jemanden um? Oh
Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf meinen tödlichen Endreim gefasst. Ich mach den besten Zankspott und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Ich bin tierisch stark, erschüttere dich bis aufs Mark, weil ich dich jetzt hier schlag. Oha, oha. Also, ehe ich noch mehr von dir höre, gehe ich lieber gleich selbst in mein Grab. Du, ich, warte ganz kurz. Ich brauche einfach noch kurz Zeit. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich, Fergal? Hallo? Oha, er haut ab. Cool. Wow. Wow. Das war ja jetzt totaler Käse. Das war jetzt Käse des Lebens. Ich hab ja nicht so rein. Grimm gamli sa de alti at Ole se best. Dann han var der ske dem dyrkal. Men ska han hove at du i at det stolet hattas. Nej. Haben die denn komisch gesprochen gerade? War das Dänisch? Ach, ganz einfach. Ja, vorher drauf kommen können. So, oh, was haben wir? Wigmunds Tagebuch, oh Wigmunds. Mitgliedersorden, das Grantebölk gehört uns, die Summaus sind zum zurückgekrochen, wo sie hingehört. Hierher ist zerstreut, heute läuten wir ein neues Zeitalter an. Ja, ne, das war immer, Digga, du bist schon wieder. Geschichte. Da kann ich ja irgendwie von oben noch kalt machen. Finde Siegmund und töte ihn, ja. Ich habe wohl zwei Ritter noch hier, die ich finde, aber Stufe 90. Möchte noch jemand was sagen? Suche in Canterbury nach Hinweisen. Ah. Es geht. Eivor. Karl. Welche Überraschung. Ich frage mich. Die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird, wie schwer es auch sein mag, dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt, aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Mhm. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Granterbrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Okay. Mm.
Ich versuche herauszufinden, wer Soma an die Sachsen verraten hat. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. In der Nacht des Überfalls war ich an der Küste, in Gedanken versunken. Ich war allein in jener Nacht. Und bis die Sachsen kamen, ist mir nichts aufgefallen. Ich hoffe, das genügt dir. Okay. Hier ist noch jemand, der klären will. Oh Holdemite, oh Holdemite, so erzählet mir eure Geschichte. Oder hallo, ja. Hast du in der Nacht des Überfalls irgendetwas Verdächtiges gesehen? Ich sah, wie jemand vom Rande Granta-Brücks zum Ufer rannte, gerade bevor die Kämpfe begannen. Es war zu dunkel, um jemanden zu erkennen. Was siehst du da oben, Sönin? Im Sumpfgebiet? Na, Digga, komm schon. Was war das, 106? 83 ist näher. So, mal gucken, ob wir das Geheimnis lüften können und die Verräter stellen können. Hallo? Na, du siehst nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht, mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt, nicht mehr und nicht weniger. Jemand aus der Stadt hat die Sachsen durch den Langhaustunnel geführt. Wo warst du, als der Kampf losging? Ich war mit meinen Kriegern im Langhaus trinken. Als die Sachsen kamen, kämpfte ich. Ich hätte niemandem den Tunnel zeigen können. Ich war die ganze Zeit unter Leuten. Das stimmt sogar. Da gab es ja Beweise schon für, oder zumindest Zeugen. Oh, da oben ist auch noch was. Eivor, du siehst aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Was macht ihr da? Ich habe mich gefragt. Du sagtest, du könntest Somas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht, meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen? Ja, und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Wie fühltest du dich, als Gudrum Soma und nicht dich zum Statthalter von Granta-Brück ernannte? Wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt. Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich habe in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus. Und Soma befahl den Rückzug. Leif, irgendjemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Wo warst du, als der Überfall begann? Und was hast du gemacht?
als aus einer Werkstatt und dekorierte ein Segel für unsere Verbündeten in Grimsby. Ohne meine gelbe Farbe. Und als Homer den Rückzug befahl, wurde bereits mitten in der Stadt gekämpft. Ich war nicht mal in der Nähe des Tunnels. Ganz und gar nicht. War da denn das? Aha, wie komme ich denn da hin? Nein. Was machst du denn da? Du sollst da runter, du Eule. So. Da gucken wir noch jemand quatschen. Du kannst aber mal hinweisen. Da ist er. Suche im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Da ist noch jemand. Hallo, hallo und willkommen. Rede mit mir. Achso. Casa Quanta. Nein, viel zu teuer. War's das? Ja. Ich muss gehen. Bleib gesund. War denn nochmal das Sumpfgebiet? Ich habe 35, wow. Da ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Muss fährt. Ja, Kusch, bleib meiner Burg fern und meiner Brut, meinen süßen Katzenkindern. Kusch, du aller Däne. Ich kann ja wohl nicht kalt machen.
sühnen. Kusch, Kusch! Bleib meiner Burg fern! Und meiner Brut, meinen süßen Katzenkindern! Kusch, du aller Däne! Oha, okay. Ist eine Katze mal kalt, Mann. Kusch, Kusch! Bleib meiner Burg fern! Und meiner Brut, meinen süßen Katzenkind! Hinfort, ihr Ratten! Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha! Ihr Heiden und eure Götter! Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder! Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Klappe zu da! Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freier der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freier? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Sie ist eine Göttin, ähnlich wie du, der treue und mächtige Katzen im Kampfe helfen. Zeig deine Krallen, gute Frau. Oh ja, mächtig, da sind sie alle mal. Und ich bin ihre Göttin. Wenn du willst, nimm diesen Schlüssel und sieh sie dir an, meine süßen Kinderlein. Okay, ohne Witz, was habt ihr jetzt gemacht? Da seid ihr hier, raus auf die Felder. Hopp, hopp, auf in den Kampf. Sie sollten mal an die... Mein Festival, die Katzen, die man jetzt schnell schrumpfen. Keine Schlangen, kein Drachen. Ja. Speichel, natürlich da jetzt mal eine Katze. Eine fette Katze. Und dicker Kater. Katzen sind heilige Wesen und bewahren das Gleichgewicht. Dein Rattenproblem ist Geschichte, Freya sei Dank. Eigenartig, dass miauende Katzen mein Gemüt so beruhigen. Nimm diesen Schlüssel. In meinem Haus sind einige Güter. Bitte, bedien dich. Okay, cool. Kusch. So, jetzt geht's natürlich auch. Was sind denn hier ein Güter? Je nach bitte. Was packt denn hier schon wieder von? Ja, wow, das ist aber nicht viel. Aber warte nochmal, sämtliches Sumpfgebiet hier. Wird, glaube ich, ne? Aha, was ist denn jetzt los? Bug!
Drücke Enter zum Sprinten. Ja, wow. Ja, komm, runter, ich will da runter, verdammt. Ah, hier. Buch im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Wir haben die ja vorher gewohnt, gelebt. Wir haben das voll. Hier ist noch was. Achso, da ist ja die. Hab ich ja schon gelesen. Im Sumpfgebiet da hinweisen. Oha. Wow! Hallo! Digga, was machst du denn da für einen Tünner schon wieder? Da war da irgendwas. Oh ne. Wo soll ich denn hier nach Hinweisen suchen? Ein Hinweis, ein Hinweis. Sumpfgebiet ist groß, da ist ein Wrack. War hier nicht mal ein Langschiff von hier? Hm. Gut, so liebe Leute, ich muss sagen, ich bin immer hier einfach das Video. Schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf hattet. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem gefallen, ich habe jetzt nicht viel gemacht, nur ein bisschen gelabert, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wäre ich ganz geil, würde mich sehr drauf freuen.
Ja, dann werden wir das hier mal zu Ende machen. Weil ist das doch ein Quatsch hier, ey. Ganzen Sumpfgebiet. Das Sumpfgebiet ist groß. Um irgendwas zu finden. Aber ich will jetzt auch nicht irgendjemanden zu schnell verdächtigen, ne? Ah, gucken, machen wir alles im nächsten Video. Ja, wer da Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal mit dabei. Wenn wir dann hoffentlich endlich den dämlichen Verräter finden. Und dann auch platt machen. So, mein Schiff da. Obwohl, ne? Ja, ich wäre jetzt aber rumgerannt. Natürlich sehr schlau. Mal sehen, ob wir ihn finden oder nicht. Oder würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auch immer noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschö mit.